Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und nie war diese Frage berechtigter als heute. Sie sehen es hier. Eine ganz kontroverse Debatte gibt es gerade schon über diesen Film, wie man ihn findet, und nicht ganz renommierte Zeitungen behandeln ihn ganz unterschiedlich. Wir sind sehr gespannt, wie Sie ihn nachher finden werden, denn wir haben auch den Hauptdarsteller, Regisseur und Autor in einer Person hier. Schon mal einen herzlichen Applaus, Jan-Henrik Stahl. Danke, dass du da bist. Genau, also für alle, die das erste Mal da sind, es wird nach dem Film dann ein Werkstattgespräch geben. Das wird geführt von Ulrich Sonnenschein. Er ist Redakteur und Moderator bei HR2 und zugleich Autor bei EPD Film. EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film und unser Kooperationspartner, wenn es um diese Reihe geht, wo wir einmal im Monat eben ein ganz besonderes Werk, wie wir finden, aus dem aktuellen deutschsprachigen Kino präsentieren wollen. Genau, und auch für alle, die zum ersten Mal da sind, es gibt keine Werbung vorher natürlich, wir sind im Filmmuseum, stattdessen einen, wie ich immer sage, thematisch passenden Vorfilm. Das ist in dem Fall etwas schwieriger gewesen, aber tatsächlich werden Sie vielleicht verstehen, was ich meine mit dem Film, den ich ausgewählt habe, denn es ist ein Kultfilm. Und zwar eigentlich eher ein cool Sketch, muss man sagen. Sie werden den Text kennen, die Bilder noch nicht. Er heißt Kernseif und ist aus dem Jahr 2004. Das ist der andere Anlehnungspunkt. 2004 ist auch Mucksmäuschen still rausgekommen. Der ganz wunderbare Film, mit dem Jan-Henrik Stahlberg seinen großen Durchbruch hatte damals. Und ja, 4 Minuten ist der lang animiert und Sie werden die Stimmen von Badesalz gleich erkennen. Ich sag schon mal viel Spaß mit Kernseif. Begrüßen Sie nochmal den Regisseur, Hauptdarsteller und Drehbuchautor Jan-Henrik Stahlberg. Großen Applaus. Und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Genau. Für alle, die noch nicht hier waren bei uns, wird zunächst eine Phase geben, wo die beiden untereinander sprechen und dann haben sie auch nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit, dann Fragen zu stellen. Aber zunächst das Gespräch hier vorne und ich gebe das Wort an Ulrich Sonnenschein. Schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie haben sich amüsiert. Wenn nicht, dann tun Sie es jetzt. Jan-Henrik Stahlberg, Grenzüberschreitung ist hier nicht nur das Thema, sondern auch die Methode. Also hier werden Grenzen des guten Geschmacks ebenso auf die Probe gestellt wie die der aseptischen Filmproduktion. Worum ging es in erster Linie? Von wegen aseptische Filmproduktion? Was ist das? Die anderen, die der anderen. Die anderen. Auch sagen so, das mit dem Grenzenüberschreiten, das ist immer so die Frage. Natürlich ist es ein Ritt auf der Rasierklinge, das glaube ich auch. Aber ich finde auch, dass die Figuren praktisch an ihre Grenzen kommen. Und das war mir irgendwie schwer zu zeigen, wenn ich nicht selber an die Grenzen gehen würde. So. Schon der Titel ist ja mutig. Abgesehen davon, dass ich nicht so genau weiß, warum mit 2K statt mit CK. Hattest du keine Angst, dass sämtliche Radiostationen des Landes den Film ignorieren, weil sie sich nicht trauen, den Titel auszusprechen? Ja, ich habe ja immer den Eindruck, wir sind nicht mehr in den 50er Jahren. Manchmal schon. Ja, also Fickefuchs kommt. Also warum mit 2K? Das ist tatsächlich, war die Uridee, dass ich gar nicht als Regisseur auftreten würde, sondern dass der Film von Ole Stahlberg gemacht wurde, einem skandinavischen Regisseur, der mit einer Depression in Köpenick sitzt und auch nie zu den Screenings kommt, aber der den Film gemacht hat. Das war unsere Uridee, weil wir dachten, damit machen wir aus diesem Film eine skandinavische Komödie, weil halt in Deutschland, oder also von meinen Freunden zum Beispiel sagen immer, deutsche Komödie ist ein Oxymoron, das funktioniert für sie nicht. Und dann dachte ich, ja gut, aber wenn es ein skandinavischer Film ist, dann darf man diesen Humor ja haben und deswegen machen wir Ole Stahlberg. Da ich mit Blue Water aber ja schon auf die Schnauze gefallen bin, hat dann der Verleih gesagt, nee, mach mal nicht jetzt mit Ole Stahlberg, das musst du schon selber dann sein. Und deswegen haben wir dann das KK aber beibehalten, das war das Rudiment von Ole Stahlberg. Und der Fickefuchs kommt eigentlich, weil ich mit meinem Sohn damals Fakio Goethe gesehen habe. Und da kommt ja der Schweigefuchs. Und den fand ich total albern. Und dann dachte ich irgendwie, Schweigefuchs und so weiter, komm, für Erwachsene machen wir den Fickefuchs. Und so kam ich auf den Fickefuchs. Jetzt müssen wir Blue Water kurz erklären, wenn du es schon erwähnt hast.
Oh ja, Blue Water ist aber eine lange Geschichte. Ja, wir machen die so kurz, wie es eben geht. So kurz, wie es geht. Ich denke auch, weil, also das ist Shortcut to Hollywood, gab es den Kinofilm 2009. Und in der Herausbringung hatten wir uns überlegt, die Helden in diesem Film haben nichts auf dem Kasten und wollen ja unsterblich berühmt werden und sind halt sehr schlechte Musiker. Und dann sagen sie sich, okay, wir gehen jetzt in einen Diner rein in Amerika und machen Selbstmordattentat mit so Klopapierrollen. Dann sind wir Stars, weil dann sind wir durch. Dann werden alle über uns reden und dann verkaufen wir unsere CDs und so weiter. Das ist deren Plan. Im Film funktioniert das auch. Ne? Die werden dann entdeckt und so, kriegen halt riesen Ärger und so weiter. Aber alle reden über sie und John Salinger ist auf einmal ein Star. Und da dachten wir, wir glauben ja auch, dass es in der Realität funktionieren würde, wenn es irgendwelche Vollidioten in Frankfurt in Diner latschen oder wo auch immer rein mit Klopapierrollen, die kommen durch die Medien und auf einmal kauft man deren CDs. Und daraufhin haben wir die Berlin Boys 666 erfunden, die halt in einem Diner in Bluewater, die Stadt gibt es nicht, da reingehen und ein Selbstmordattentat verüben mit diesen Klopapierrollen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das alles wurde der Presse von Rainer Petersen, das war ich in Friedrichshain, einem Praktikanten, den es nicht gab, vom Sender VPK, den es auch nicht gab, berichtet. Und daraufhin hat die Presse getitelt, es gab ein Selbstmordattentat in Bluewater. Und die Ausschnitte, die sie gesehen hatten, waren genau die gleichen Ausschnitte aus dem Film. Aber sie hatten irgendwie den Film nicht gesehen und das hat uns geholfen. Und das fanden sie nur nicht lustig. Und daraufhin wurden wir fürchterlich von der Presse verrissen und deswegen glaube ich, kommen meine Ideen seitdem beim Verleih nicht mehr so besonders gut an. Wobei der Film, muss man sagen, in erster Linie eine Mediensatire war. Also ein Musiker, der nicht begabt ist, versucht durch ein öffentlich amputiertes Bein berühmt zu werden. Und der Reflex ist ja tatsächlich zu sagen, was ist das für eine Medienlandschaft, die darauf anspringt, diese Amputation live mitzufilmen. Ja, es war eine Mediensatire und deswegen dachten wir, können wir das ja auch mal probieren, ob das in Realität funktionieren würde. Fand das auch komisch, aber wie gesagt, darüber kann man halt streiten. Mut, finde ich, ist ein Thema. Braucht es Mut, so einen Film zu machen oder ist man da irgendwie so in seinem Element und sowieso so übermütig, dass man da gar nicht drüber nachdenkt? Ja, der Übermut ist ja so nah beim Mut. Naja, ich hoffe nicht, dass es Übermut ist. Ich glaube, was heißt hier Mut? Weil dann klopft man sich so selber auf die Schulter, weil wer will nicht mutig sein? Ich glaube gar nicht, dass ich zum Beispiel ein besonders mutiger Mensch bin, sondern ich glaube, dass ich selber Filme sehr, sehr schätze, die mich herausfordern, die mich überraschen, wo ich nicht weiß, wie geht es jetzt weiter, wo ich nicht weiß, was ist die Haltung des Filmemachers. Das finde ich dann von diesen Filmen, sagen wir mal, nicht mutig, sondern vor allen Dingen eigentlich intelligent, weil sie davon ausgehen, dass ich zum Beispiel ihre Ironie verstehe. Das ist ein ganz wichtiger Thema natürlich bei diesem Film zum Beispiel. Da wurde ja auch drüber gesprochen von wegen, inwiefern kann eine Figur Sachen sagen, die schwierig sind. Rocky sagt in diesem Film viele Sachen, die ich glaube durchaus schwierig sind. Einige Sachen finde ich stimmen sehr und einige gar nicht. Und man muss immer sortieren. Und da kann es natürlich passieren, dass wenn man die Ironie praktisch nicht raushört und denkt, das ist jetzt aber das alte Ego von Herrn Stahlberg oder dem Filmemacher, dass man dann sagt, im Moment mal, was sagt er? Das war in einer Kritik, dass jemand dann gesagt hat, ja, aber wie kann man denn nur sagen, dass mit den alleinerziehenden Frauen, dass die da irgendwie einen Vorwurf eingebaut hätten? Also da würde man ja aufstoßen müssen. Wo ich denke, ja, sehe ich genauso, aber das ist Rocky, der das sagt. Und das sage ich, wie gesagt, nicht aus Feigheit, sondern das ist für mich ein Modul, wie man, glaube ich, Geschichten, also ich finde das spannend, dass die beiden überhaupt nicht zu identifizieren gemacht sind. Das, glaube ich, fällt jedem sehr schnell auf, dass wir es da mit zwei Honks zu tun haben, jeder auf seine Art. Und dann glaube ich, dass der Clown eigentlich die einzige Figur ist, die mir was sagen kann im Kino, wo ich zuhöre. Und deswegen erzähle ich die so überspitzt. Und wenn Sie das mutig finden, finde ich es auch mutig. Aber das Wichtigste für mich daran ist eigentlich, dass ich dann diesen Figuren zuhöre und trotzdem lachen kann. Also Identifikation der Figuren ist ja schon mal da schwierig, wenn man deine verschiedenen Rollen anguckt. Also der schüchterne Liebhaber in Märzmelodie von Martin Weiß zum Beispiel ist so dermaßen anders als Richard Ockers. Richard Ockers ist quasi die heftigste Rolle, die du jemals gespielt hast. Warum musste der so heftig ausfallen? Und hast du nicht ein bisschen Rücksicht auf den Schauspieler nehmen können? Heftig jetzt von wegen, weil ich so unglücklich aussehe. Ja.
Nein, nicht nur unglücklich, ja, unglücklich. Ja. Das ist übrigens, das wäre der erste Kritikpunkt, den ich setzen würde. Ich bin sehr unzufrieden mit der Glatze, die sieht einfach scheiße aus. Sie ist zu rund, oder? Ja, die ist einfach, und wir waren, da bin ich tatsächlich sehr uneitel, also im Leben nicht, aber im Film, ja, oder als Schauspieler definitiv. Und ich glaube, jeder Schauspieler, der hier sitzt, weiß, es gibt nichts Großartiges, Rollen, wo man sich zum Horst machen kann. Und das habe ich sehr genossen. Aber ich war sehr frustriert, dass ich dann halt zu diesem Friseur gehe, weil ich gesagt habe, nein, ich schneide mir die Glatze wirklich. Ich werde nicht wie die anderen immer so einen Pfannkuchen draufkleben. Das sieht man eh immer. Ich schneide die wirklich. Und dann sind wir zu Udo Walz, dem Star-Friseur, gegangen. Drei Leute um mich herum und alles, wow, und dann, super, und es wird cool und so weiter. Und ich gehe zur Produktionsfirma und sage, hey, guck mal, Leute. Und die so, ja, ist total scheiße. Und ich so, ach Gott, aber ich habe da keine Haare mehr, Leute. Also das ist jetzt ja echt. Dann haben sie gesagt, ja gut, dann hättest du ja auch einen Pfannkuchen draufkleben können. Das sieht jeder. Ja, und das war das Problem. Also von daher. Du hast ja in wesentlich mehr Filmen mitgespielt, die von anderen Leuten gemacht wurden, als Filme, die du selbst gemacht hast. Bist du da wählerisch? Oder wie fühlst du dich, nachdem du Mucksmäuschen still gemacht hast, dann bei FC Venus mitzuspielen? Ja, also sagen wir mal, das Panoptikum ist natürlich ganz, ganz groß. Ich bin als erstes Schauspieler und ich muss ja leben, ich habe Familie und so weiter, man muss ja Geld verdienen. Und mit solchen Filmen ist es absolut nicht leicht, Geld zu verdienen, das ist ganz klar. Und um diese Unabhängigkeit zu haben, muss ich bei anderen mitspielen, aber weil das ja auch mein Beruf ist, macht mir das ja auch tatsächlich Spaß. Ich spiele auch bei Cobra 11 mit und weiß, das ist nicht mein Genre und ich würde da das auch nicht schreiben können oder nicht als Regisseur oder so. Aber als Schauspieler hast du den Vorteil, du lernst den Regisseur kennen, du lernst andere Kollegen kennen. Du lernst auch wieder, wo du zum Beispiel auch in Cobra 11 jemand siehst, wo du denkst, der ist verdammt gut. So habe ich damals Fritz Roth kennengelernt. Das war einfach in einer ZDF-Komödie. Der Fritz war so überzeugend, als der in diesem Film muss er den Hund seiner Tochter verkaufen, weil er einfach ein Penner ist und das Geld braucht. Und verkauft den Hund. Und das hat er so überzeugend gespielt, wo ich dachte, was für ein Assi, saukomisch. Und da war für mich Gerd Grabowski geboren. So heißen, das inspiriert mich auch total und bringt mir ja auch für mich sehr viel, auch von anderen zu lernen. Es gibt in den verschiedensten Formaten immer Leute dabei, die hervorragende Arbeit leisten, ganz bestimmt. Du hast in Lars Montags Einsamkeit und Sex und Mitleid mitgespielt. Es ist ein Film, der ganz anders aussieht als deiner, aber natürlich als Fickefuchs, aber schon eine ähnliche Thematik hat in verschiedenen Formen. Hat dich das inspiriert, auch diese Arbeit, oder hat dich eher behindert, an dem eigenen Stoff zu arbeiten? Nee, ich finde aber auch ehrlich gesagt, dass das gar nicht so ganz zutrifft, wenn ich das sagen darf. In dem Sinne, es gibt traurige Männerfiguren, die gerne Sex hätten. Okay, stimmt, das ist vielleicht dann das versteht, das ist die Klammer, aber für mich ist eigentlich Bei Lars ist so die Kälte, finde ich, so sehr im Vordergrund. Und bei mir wollte ich eigentlich, also ich hoffe, dass es gelungen ist, dass man ja auch irgendwo diese beiden Hongs dann sieht, ja, irgendwie so ganz fremd sind sie mir nicht. Oder sie sind auch irgendwo, haben sie eine warme Seite. Gerade Torben natürlich, wenn er mir die Illusion nicht wegnimmt. So heißt es, ich ging bei mir eigentlich mehr für mich darum, nicht jetzt so die Kälte herauszustellen, sondern mehr, die sind überfordert und ich will mich nicht über sie lustig machen, sondern ich nehme das Problem von denen durchaus ernst und weil sie halt so bescheuert sind, fühle ich mich da irgendwie jetzt für mich persönlich jetzt nicht so mit Moralien übergeladen, dass man sagt, oh Gott, jetzt erzählt er mir, wie überfordert wir alle sind, sondern kann das dann eher annehmen und sagen, ja, und das meine ich in dem Sinne aber halt dann auch ernst, also oder geht mir dann persönlich nahe. Und das war auch jetzt auf dieser Kinoreise, die ich gemacht habe, die sehr lang war, waren wirklich viele Männer in Köln, so eine Tennisgruppe, die da war von so 40- bis 50-Jährigen, das waren die Freunde von meinem besten Freund. Und die saßen da alle und die dann fasst er mich an und sagt, Jan, das ist der Film, da denke ich die ganze Zeit drüber nach. Es gibt ja viele oder es gibt einige Szenen in diesem Film, die so im landläufigen deutschen Sozialdrama nicht vorkommen. Pornoszenen, brachiale Fäkalszenen und die Kamera weigert sich einfach wegzugucken. Ja, das war der Kameramann. Das nee, zum Beispiel mit der Pornoszene wurde ich auch gestern gefragt, meinte ein junger Mann, warum zeigen sie denn die Pornos? Und dann dachte ich, irgendwie fand ich das so ein bisschen bigott. Weil, also ich weiß, dass ich schon vor 5 Jahren, da zitiere ich wieder meinen Sohn, mit ihm, da war er 10 und dann haben wir auf Kinox 2 auch, also sagt man da, na gut, auf Kinox 2 Filme geguckt. Und dann kamen harte pornografische Bilder von nackten Frauen mit gespreizten Beinen und so weiter. Und mein Sohn sagte, Papa, da kommen die nackten Frauen, mach das mal weg. Und dann habe ich das weggemacht und dachte, wow,
In der Welt irgendwie lebt er. Und ehrlich gesagt, also YouPorn hat mehr Einschaltquote als Spiegel Online und Kicker zusammen. Das ist die meistbesuchteste Website in ganz Deutschland. Ich finde, wenn ich einen Film mache über jemanden, der unglaublich bei Pornos hängen geblieben ist, wir kennen sie alle, ehrlich gesagt, ich glaube auch die meisten gucken sie auch, ich auch, wo ich sagen würde, ja, ich mache auch keinen Film über einen Angler und zahle keine Fische. Also. Ja. Naja, und was ja passiert ist, wenn man diese Szenen aushält, dann hat sich gibt es so eine Bewegung, die von Ekel zu Erstaunen und dann zu Komik, also zum Lachen wechselt. Die Szenen sind ja nicht so kurz, sondern sie sind immer genug, sie geben einem genug Zeit, um diese Entwicklung mitzumachen. War das so ein bisschen auch eine Überlegung? Das haben wir im Schneideraum gemerkt. Also meine Filme entstehen immer im Schneideraum. Wir wussten immer meinetwegen, es wird diese Szene geben, wo der Vater am Ende praktisch angelangt ist seiner Möglichkeiten. Er hat völlig versagt und sitzt in der Badewanne und es passiert alles, was das Schlimmste passieren kann, dass halt die ganzen Dämme brechen und sein Körper kollabiert und sein Sohn und so weiter. Jetzt haben wir das gemacht mit dem Franz und dann kriegt er meine Hose nicht aus, weil er meinen Schuh nicht ausgezogen hat. Und dann kriegt er als Schauspieler jetzt praktisch meine Hose nicht aus. Und ich hänge über der Badewanne und fange an zu lachen, weil ich merke, der hat jetzt echt ein Problem mit meinem Dings und zieht das immer höher. Und er kriegt es nicht. Und er macht immer weiter. Und das ist die große Qualität von Franz Rogowski, der hört er nicht auf. Ein normaler Schauspieler hat ihm gesagt, hör mal, stopp, ich krieg's nicht aus. Lass uns nochmal neu anfangen. Und der macht weiter. Und dann rutscht der aus und macht nochmal weiter. Und ich fange an zu lachen, weil ich merke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann wurde sie immer länger. Und dann haben wir das im Schneideraum gehabt und hätten wir sie natürlich auch kürzen können, völlig klar. Aber da stand jetzt für mich nicht die Provokation im Vordergrund, sondern ich merkte, dass dieser Aggregatzustand sich bei mir ändert, dass ich am Anfang denke, wow, super, super unangenehm. Und dadurch, dass es aber so lange dauert, fange ich dann an, wirklich zu lachen. Und das wurde als ja auch, haben Sie ja auch gelesen, von Fäkalhumor und so, dass es überhaupt nicht geht. Das fand ich halt, das stand für mich nicht im Vordergrund und das ist auch nicht so wie Dump und Dumber, wurde ich auch mal gefragt, ob das der Humor sei, wo ich gesagt habe, nein, ich glaube, wir haben Rocky erlebt, wie er kurz vorher seinem Sohn erklärt hat, ich stoße auf einen wunderschönen Sommerabend an, jetzt werden wir chillen und jetzt wird der Abend großartig, du wirst sehen und der Abend wird ein Albtraum und er beleidigt die Frauen zum Schluss und ist völlig besoffen und deswegen finde ich auch dramaturgisch wichtig, jetzt mal abgesehen von diesem Unfall, dass Franz die Hose nicht ausbekommt, ist es mir sehr wichtig, dass die Szene so lange dauert, dass ich wirklich sage, jetzt ist er am tiefsten Punkt angelangt und er hat es verdient. Er hat es verdient. Franz Rogowski ist jemand, der in den Improfilmen von Jakob Lass groß geworden ist, also in Love Stakes haben vielleicht einige gesehen. Jemand, der gewohnt ist, am Set zu improvisieren, deswegen auch nicht sagt, Cut, ich fange nochmal an, sondern durchspielt, bis er gestoppt wird. Du bist jetzt jemand, der genau aufschreibt alles, was er will und das Drehbuch sehr genau erarbeitet. Wie war das am Set? Gab es da Impro-Szenen? Gab es da Veränderungen, die sich spontan ergeben haben? Also ich würde sagen, 80% des, also so ähnlich wie bei Mucks, 80% der ganzen Geschichte ist ganz genau aufgeschrieben und da stimmt auch im Prinzip jeder Satz, auch wenn man es wirklich nicht glauben würde. Also zum Beispiel die Szene mit Ulla in der Bar, wo die beiden das erste Mal sozusagen auftreten, das wirkt total improvisiert. Wird ich auch öfters gefragt, wie habt ihr das gedreht und so. Und dann sage ich, ja, wir lassen keine Schnittpausen, wir achten sehr darauf, dass dieser Staffelstab, dass man halt immer sagt, okay, hör zu, du sagst mir jetzt als Schauspieler deinen Satz. Und ich weiß irgendwann, alles klar, jetzt bin ich dran. Aber wenn du deinen Satz gesagt hast, hörst du nicht auf zu spielen. So heißt es, du redest weiter. Weil in so einer Situation will ich nicht sagen, was bist du denn von wegen Frauenversteher? Sondern ich würde sagen, Frauenversteher, so ein Scheiß, voll der Spaß, ich kann doch nicht mehr. So, und das machen die alle. So sind die reden weiter, aber hören halt zu. Und sobald der Text wieder kommt, sagen sie, nein, das habe ich so ja gar nicht gesagt. Und der andere auch. Und dadurch kriegt das so eine Lebendigkeit. Und das ist auch ein großes Vergnügen für die Schauspieler, weil sie immer sagen, Jan, ich habe keine Schnittpause gelassen. Dann sage ich, die Schnittpausen, die gibt es nicht. Ich sitze 1,5 Jahre im Schnitt deswegen. Da bügele ich es aus. Mit Sarah Clara, weil das ist natürlich viel mehr Arbeit, weil man denkt, oh nein, jetzt kriegen wir diesen Ton nicht gerettet. Aber es klappt am Ende des Tages und es führt dann halt zu der Lebendigkeit. So heißt, Franz hat diese Handyaufnahmen, die sind zum größten Teil Stehenfeld und so weiter, die hat er improvisiert. Aber die haben wir vorher besprochen, aber die hat er improvisiert und finde ich großartig improvisiert. Und dann ist, wie gesagt, das meiste vom Skript. Und Franz kann, obwohl er Tänzer ist von Haus aus, er kommt vom Tanz, ist sehr unglaublich präzise und wiederholt die Sachen, wenn er so will, 8-mal, 10-mal hintereinander. Und ich habe immer noch den Eindruck, das macht er zum ersten Mal. Also wirklich, also das sollte jeder Schauspieler können, aber Franz macht es mit großer Werbe. Wo hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Auch in Love Stakes.
fand ich auch großartig. Also hat er mir sehr gut gefallen, ja. Und war da klar, ihr wollt mal zusammenarbeiten, oder war die Rolle von Torben Thorsten, dann kam er wieder ins Gedächtnis? Ihm war das dann noch nicht klar. Ich habe ihn ja nur auf der Leinwand gesehen, aber mir war sofort klar, nee, ich schreibe gerade das Drehbuch. Franz wäre perfekt, und dann habe ich ihn sofort gefragt und das Drehbuch geschickt und habe halt einfach nur gehofft, dass er diesen Humor hat. Den hat er mit Löffeln gefressen, und er hat auch vieles im Film angeboten, was vielleicht mal auf die Deleted Scenes gehört, weil das ist, ich weiß nicht, was dann irgendwie die Presse geschrieben hätte. Aber das schätze ich unglaublich an ihm, diese Uneitelkeit, weil er sich natürlich bewusst ist, dass das jetzt irgendwie schwierig ist. Oder auch bei der Nacktszene, er war da sehr aufgeregt vorher mit uns im Auto, im Volvo, Sie erinnern sich. Und da war er sehr aufgeregt. Und was uns da übrigens auch sehr geholfen hat, das sind dann diese Blüten von Low-Budget- oder No-Budget-Produktionen. Wir hatten halt keine Frau gefunden, die das ohne Geld spielen würde. Und die Casterin hat einen großartigen Job gemacht. Und ich habe halt dann mit ihr telefoniert. Und sie hat gesagt, hey Jan, ich finde keine Frau. Wir haben die Kohle nicht. Die wollen so viel Kohle für diese Szene, das kriegen wir nicht hin. Da habe ich gesagt, ja gut, dann such halt weiter, weil ich kann ja, was soll ich machen? Und irgendwann ruft sie mich entnervt an und sagt, weißt du was, Jan, ich habe die Schnauze voll. Ich mach's selber. Das sind die Frau im Auto ist die Casterin. Und da war sie ja mindestens genauso mutig wie Franz halt auch. Oh, mindestens. Und das hat uns auch so sehr geholfen, dass wir, also die Szene hat wirklich Spaß gemacht zu drehen, weil das Vertrauen da war und wir irgendwie alle gesagt haben, wir kennen uns und wir glauben an den Film und wir glauben auch an den Humor und wir hoffen, dass Jan das im Schneiderraum hinbekommt, und dann haben wir das gemacht. Oh, wow. Also das ist eine echte Offenbarung, hoffentlich stört sie das nicht, dass sie das, dass das jetzt alle wissen, die gut arme Casterin. Ach, sie hat den Film gesehen, also. Das glaube ich sicher. Reden wir über die Produktionsbedingungen. Das ist ein Film, der, es gibt wahrscheinlich inzwischen relativ viele, die so arbeiten, also weg von der Förderung, weg von den Fernsehanstalten, kein Gespräch mit Redakteuren, die sagen, toller Film, aber unser Publikum nimmt den nicht an. War das die Suche nach Freiheit, zu sagen, ich möchte machen, was ich will, ich möchte mir nicht reinreden lassen, deswegen finanziere ich es über die Massen, über die Crowdfunding-Schiene, oder wie kam das zustande? Ja, ich glaube, das ist das Problem, da bin ich nicht der Erste, der es sagt, und ich werde nicht der Letzte sein. Wir haben halt das System, das wir haben. Ich glaube, das hat ganz große Vorteile. Ich habe nämlich auch schon mal Förderung bekommen, und es hilft sehr. Das ist wirklich auch, wie gesagt, das will ich nicht nur bashen. Das ist für viele elementar und so weiter. Das Problem ist halt einfach, dass so eine normale Finanzierung unheimlich langwierig ist und automatisch immer mehr Leute natürlich auch mitsprechen. Ich habe auch schon einmal mit dem HR zusammengearbeitet, das habe ich sehr genossen. Der hat dann bei Berlusconi sehr viel Vertrauen bewiesen, und das war sehr angenehm. Ich kenne es aber normalerweise auch als Schauspieler, ich kriege irgendwie die erste Fassung und dann denke ich mir, nicht schlecht, das ist echt ganz spannend. Oh ja, und dann wird gedreht 3 Monate später und das ist die 13. Fassung. Und das ist halt immer dann so, dass man merkt, okay, das ist so rundgelutscht worden. Und das weiß ich als Filmemacher natürlich, dass das auf einen zukommt. Zumindest viele Bedenken, viele Sorgen, viele, haben Sie nicht Angst, missverstanden zu werden? Wo ich denke, meine Filme können gar nicht existieren, ohne die Gefahr zu laufen. Aber ich frage dann immer ins Publikum, haben Sie das jetzt missverstanden? Sind Sie der Meinung, Mucks sollte kopiert werden und ich werde jetzt auch zum Weltverbesserer, der irgendwie Leute überführt? Und keiner ist aufgestanden und hat gesagt, ja, der hat recht, ich mache das auch. Natürlich nicht. Und es gibt auch keiner hier aus dem Kino und sagt, Torben und Rocky, also die haben es drauf, so müssen wir es machen. Also ich glaube, das Missverständnis, wie gesagt, hält sich da in Grenzen, und deswegen haben wir uns entschieden, auch Wolfram hat da ganz stark drauf gepocht, der hat das Geld in die Hand genommen. Ich hatte das Geld nicht, ich habe gesagt, ich würde ohne Geld arbeiten, aber ich kann dir jetzt nicht noch irgendwie 20.000 zuschießen. Und hat er gesagt, nein, ich nehme das in die Hand, wir machen erstmal so eine Anschubfinanzierung. Und dann hoffen wir halt über Sarah Lisa Wollen, die wir dann kennengelernt haben und schätzen gelernt haben, und haben gesagt, Sarah Lisa, können wir irgendwie Crowdfunding machen? Das wird nicht reichen. Da hat sie auch gesagt, klar, machen wir. Und da hatten wir halt das Glück, dass uns dann Leute unterstützt haben. Mir wäre es auch... Wie läuft das genau mit dem Crowdfunding? Man macht im Internet einen Aufruf, oder? Ja, also es ist ein bisschen komplizierter. Mhm. Du musst dann irgendwie ziemlich viele Formalitäten erfüllen und dann irgendwie erklären, wie das alles recouped wird und so. Das müsste man Sarah Lisa fragen, da war ich nicht so involviert. Aber das hat sie sehr gut gemacht und das hatten wir halt das Glück, dass das funktioniert hat. Aber am Ende des Tages wäre es mir natürlich wesentlich lieber,
ich erzähle dann gerne immer die Anekdote von Vince Gilligan, der Schöpfer und das Genie hinter Breaking Bad. Und der ist damals von Sony gefragt worden, was hast du noch nie machen dürfen in deinem Leben, Vince? Und dann hat er gesagt, naja, ein Lehrer, der Drogen verkauft. Das geht auf keinen Fall. Und dann hat Sony gesagt, genau das wollen wir. Mach genau das. Dann hat er das Drehbuch geschrieben, kam wieder und haben gesagt, Vince, dein Drehbuch ist totale Scheiße. Bist du dir ganz sicher, dass du es machen willst? Und dann hat er gesagt, ja, genau diesen Film will ich machen. Und dann haben sie gesagt, dann mach es. Und dieses Vertrauen, dieses bedingungslose zu sagen, ich mag dich, Vince Gilligan, du gehst ein großes Risiko ein, weil wir dir vertrauen. Wenn der Film uns nicht gefallen sollte oder totale Scheiße ist, oder dann gut, dann müssen wir nicht mehr mit dir arbeiten. Aber wenn man das Vertrauen nicht hat, dann führt es dazu, dass man irgendwo sich gegenseitig immer kleiner macht. Weil ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Redakteur bescheuert ist als ein Regisseur oder andersrum. Das Problem ist einfach nur, wenn man drei große Filmemacher zusammensetzen würde, Fatih Akin und Leander Hausmann und Detlef Burg, und die machen zusammen einen Film, es wird nichts. Und das nicht, weil einer von den dreien doofer ist als der andere, sondern das Problem ist, jeder hat seine Vision. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man praktisch nicht den Eindruck hat, oh, das ist jetzt eine Bedingung, sondern ich würde immer zuhören. Egal, ob das jetzt meine Mutter oder der Redakteur ist, der zu mir sagt, ich habe mit der Szene ein Problem, ich erkläre dir das und dann kann ich ja darüber nachdenken. Problematisch wird es in dem Moment, wo ich sage, ich habe es verstanden, ich würde es, glaube ich, doch so machen und dann kommt das Geld nicht. Weil dann weiß ich, das war keine Diskussion oder kein Gespräch, sondern es ist eine Bedingung. Und deswegen, glaube ich, geht man dann den anderen Weg. Warum leistet man sich eine Szene in Griechenland, wenn man eigentlich sowieso kein Geld hat? Weil man mit dem Auto hinfährt. Das hat Spaß gemacht. Ja, also ich glaube, die ersten 10 Kilometer waren echt euphorisch. Das war wirklich ein Albtraum, das mache ich auch nicht mehr. Wir waren mit Mux auch mit dem Auto nach Rom gefahren und das hatte ich irgendwie in guter Erinnerung. Aber ich war jünger und es sind irgendwie halt 12 Stunden weniger. Und diese 36 Stunden nach Griechenland, da waren wir echt am Arsch und wir kamen an und wussten, am nächsten Tag drehen wir und dann drehen wir nochmal und dann fahren wir wieder zurück. Und dann waren wir nach 30 Stunden wieder im Auto. Und das war wirklich sehr anstrengend. Das mache ich nicht nochmal. Du hast in einem Interview gesagt, der Film wäre die Antwort auf die Vagina-Monologe. Das habe ich nicht verstanden. Das kommt von Wolfram. Ich habe es auch nicht verstanden. Nein, das stimmt nicht. Wolfram hatte, 2002 war das, glaube ich, kam die Vagina-Monologe damals raus. Und er kam halt mit der Uridee von Wolfram. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, ich würde gerne eine Antwort darauf finden. In dem Sinne, ich würde gerne mal was über unsere Sexualität machen. Und der hat halt immer gesagt, mein Problem ist irgendwie, ich träume davon, dass ich irgendwie als Mann mir einen weißen Anzug anziehe und mir die Haare zurückgele und mir ein Campari-O hinstelle. Und einfach nur da sitze und dann kommt eine schöne Frau und spricht mich an. Und dachte ich, naja, wird knapp. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ich verstehe dein Problem. Und dann kamen wir auf Vater und Sohn. Also es war dann meine Idee. Und dann fing es an, für mich so Klick zu machen, weil das war für mich politisch inkorrekt genug, um dann diese Geschichte zu erzählen. Die Geschichte vom Stecher von Wuppertal. Vom Stefan Wuppertal, aber vor allen Dingen, weil, wie gesagt, ich glaube, diese Parabel, also oder dieses Ding, wo man sagt, eigentlich, und das ist ja, wie gesagt, diese Überforderung, was ist der, also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, was ist für mich der Kern des Films, weil für mich gibt es ganz viele Sachen in diesem Film, die ich mag oder die ich wichtig finde und so, aber ich glaube, diese eine Szene zum Beispiel, und die war mir immer klar, dass darauf für mich irgendwo vom Ton her hinausläuft, wenn die großartige Susanne Bredehöft, die den Anmachcoach spielt, wenn die den Männern erklärt, hört mal, ihr seid doch total überfordert, ihr müsst gut aussehen, ihr müsst einen großen Schwanz haben, ihr müsst euch um die Kinder kümmern, ihr müsst Geld verdienen, ihr müsst die Tür im Taxi aufhalten, ihr müsst impulsiv sein, ihr müsst männlich sein, ihr müsst zuhören können, ihr müsst verständnisvoll sein. Und natürlich denkt man irgendwann, oh Gott, ja, das kriege ich nicht hin. Und ich glaube, diese Überforderung haben nicht nur Männer, die haben Frauen genauso. Die müssen auch alles hinbekommen, super sexy, lange Beine, tolle Kinder, schöner Wohnen, viel Geld. Keiner schafft das. Wir sind alle in unserer Selbstoptimierung heillos überfordert und kriegen es nicht hin. Der Unterschied ist, glaube ich, dass Frauen eher darüber reden und Männer über Probleme, die sie nicht lösen können. In den anderen sind wir großartig, aber in den Sachen, die wir nicht lösen können, wo man einfach sagt, ich bin ehrlich gesagt überfordert, ohnmächtig, ich habe keinen Plan, aber ich fühle mich unwohl, darüber reden wir nicht. Und deswegen, glaube ich, sind wir noch schlechter auf diese Selbstoptimierung vorbereitet. Das heißt, es ist ein Film über armselige Männer in einer übersexualisierten Welt. Ja, also armselig erstmal als sympathisch gemeint. Also ich würde mich jetzt selber als armselig empfinden, wenn ich ein Porno gucke. Ich fühle mich danach armselig.
denke mir, oh, eigentlich total armselig, was ich hier mache. Und andererseits irgendwie, ja, ist das halt irgendwie ein Bedürfnis anscheinend, das ich habe. Soll heißen, ich nehme die ernst. Sie sind überspitzt, sie sind überfordert oder überhöht, aber sie haben jetzt schon für mich Probleme, wo ich sage, nee, das ist jetzt nicht, um sie durch den Kakao zu ziehen. Von daher armselig, ja. Übersexualisiert, definitiv, das wissen wir alle, das ist diese Welt, aber das ist halt irgendwie schon so ein gängiges Terrain, wo ich sagen würde, ja, das ist so, aber wie gesagt, zum Beispiel, wie mein Sohn sagt, einfach macht den nackten Frauen um. Ich glaube auch, dass die Generation anders jetzt damit umgeht, die damit aufwächst, und ich glaube, wir kommen alle mit Pornos anders jetzt halt in Kontakt, und ich glaube, das werden wir schon hinbekommen. Ich glaube, es geht einfach mehr darum, dass man halt, wie gesagt, Männer bereiter wären, über ihre Probleme, gerade wenn sie nicht lösen können, zu reden. Das, glaube ich, wär wünschenswert. Auch für, also kann ich übrigens auch nicht gut. Also. In der Ausgestaltung des Films, also auch in seiner Drastik und in seiner Grenzüberschreitung, gab es da so eine Form von Selbstzensur, wo ihr gesagt habt, also da, so weit können wir nicht gehen, also das machen wir jetzt nicht, das lassen wir sein, oder sogar noch im Schnitt, wo du dann selbst gesagt hast, nein, das, da gehe ich jetzt nicht hin, sondern das schneide ich weg. Ich würde es nicht Selbstzensur nennen, weil Zensur hat irgendwie natürlich immer was Autoritäres. Ja, ne? Ich glaube, man hat einfach einen Geschmack, ein Gefühl. Und das würde jeder von Ihnen genauso machen, wenn er jetzt diesen oder Sie diesen Film geschnitten hätten. Weil, wie gesagt, da entsteht dann wirklich die Gradzahl oder wie heiß lassen wir das werden oder nicht. Jeder von Ihnen hätte eine Entscheidung treffen müssen und sagen, okay, die Szene mache ich so oder die mache ich länger oder kürzer. Und das machen wir auch. Aber nicht aus der Angst jetzt der Zensur heraus, sondern ich einfach sage zum Beispiel, jetzt finde ich das nicht mehr komisch oder jetzt rutscht es mir ab oder so. Und ich habe doch mit meiner Schwester vor... keine Ahnung, 3 Monate bevor der fertig war, der Film, habe ich ihn mal gesehen im kleinen Familienkreis, und der Film ist wirklich noch abgerutscht. Für mich jetzt in dem Moment und auch für uns alle, dann, wo wir merken, oh, der ist noch echt, er wird zu düster. Und dann haben Sarah und ich noch ganz viele Sachen verändert. So heißen es, glaube ich, passiert mehr aus diesem Moment heraus, dass man sagt, nee, er ist noch nicht, er tanzt noch nicht auf der Rasierklinge, er rutscht noch ab. Jetzt tanzt er auf der Rasierklinge, und zwar zu einer Zeit, wo überall in den Zeitungen über die MeToo-Welle debattiert wird. Hat diese Parallele zur Wirklichkeit dem Film genützt oder hat sie ihm eher geschadet? Das werden wir sehen. Ich glaube, es ist Segen und Fluch. Es ist beides, wenn man darüber überhaupt so reden kann. Ich glaube, der Fluch ist, dass wir dann, also im Zusammenhang mit dieser Debatte, die, glaube ich, irgendwann sehr anstrengend wird, also für mich zumindest, und diese Empörung erschöpft irgendwann, und das in Verbindung gebracht wird. Das ist irgendwo für mich, wo ich sage, der Film ist für mich ganz anders als die Debatte über einen gewaltbereiten Produzenten, der Frauen vergewaltigt hat, was kein Kavaliersdelikt ist, es ist ein Kapitalverbrechen. Und das hat für mich diesen Film, da kommt eine Ernsthaftigkeit und an sowas rein, wo ich sage, nee, stopp, das ist für mich nicht der Film. Das war für mich eher so der Fluch. Der Segen ist, dass wir halt überhaupt in Aspekte liefen. Man darf nicht vergessen, wir sind ein kleiner Film, wir haben kein Budget, wo man sagen kann, wir gehen irgendwie vor die Tagesschau und senden einen Spot. Und dass wir da überhaupt dann auf einmal in den Tagesthemen liefen und hinter Karin Mioska die beiden Deppen auftauchen, denke ich selber, das kann ja nicht wahr sein. Das war unglaublich schön. Und das war dann der Segen, dass das überhaupt über den Film gesprochen wird. Deine Filme, zumindest die 4, wo du Drehbuch, Regie und so mitgemacht hast, Mussmäuschen still, Berlusconi, Shortcut to Hollywood und dieser, sind alles Filme, wo es sehr schwer fällt, eine Genrebezeichnung dran zu kleben. Also es gibt hier sehr ernsthafte Szenen, die zum Beispiel die Ansprache an die junge Dame, dass sie auch mal alt werden wird, mit tiefer Wahrheit. Und es gibt Tragik in der Krebsgeschichte. Und es gibt eben diese Drastik. Welche, was sagt dir Genre? Anscheinend wenig. Ich würde sagen, nein, für mich ist es eine Satire und es ist irgendwo eine Tragikomödie. Das wäre so für mich, was ich sagen würde. Aber es fällt nicht ganz leicht, das stimmt. Als ihr Mucksmäuschen still gemacht habt, wart ihr, wie gesagt, du hast es selbst gesagt, jung und unerfahren und wie auch immer. Der Film war nicht teuer und es gab keine Förderung und es gab überhaupt gar nichts, aber er war ein ungeheurer Erfolg. Was glaubst du, war die Ursache dafür? Die Weltverbesserungssatire? Ich glaube, dass er einen Nerv der Zeit damals getroffen hat. Und ich glaube, wir hatten das Glück
Und das ist, glaube ich, das, was jeder Film dann auch braucht. Wir hatten alle Preise gewonnen in Max Ophüls. Der Hausmann war begeistert. Das war übrigens jetzt auch wieder, er kam in Berlin wieder zu mir und ich war total glücklich, dass er gemacht hat. Er hat auch geschrieben für Spiegel für uns und das fand ich total super. Das war ein großes Glück damals und die Story, dass da so die zwei Newcomer, die keiner kannte und die haben auch immer erzählt, wir hätten den Film finanziert, das war natürlich Schwachsinn, das hat der Martin Lewald gemacht. Der war auch immer sauer, der hat irgendwann mich angerufen und hat gesagt, was erzählt denn da für eine Scheiße? Und habe ich gesagt, nein, wirklich, ich erzähle es nicht, aber es wird jedes Mal so geschrieben, weil das war die Story. Die beiden Underdogs, die machen jetzt und rollen den deutschen Film auf. Und dann ist es so eine sympathische Story. Und ich glaube, das hat sehr dazu beigetragen, dass der Film, der auch sehr ungewöhnlich war, glaube ich, für die Zeit auch damals, dass der dann so viel, viel Glück hatte. Ob es heutzutage mit dieser schwierigeren Arthouse-Situation zu wiederholen ist, bleibt abzuwarten. Der Film ist 13 Jahre her. Im Grunde hätte man ja erwarten können, dass das so eine Art Role Model wird für eine ganze Reihe von Filmen, dass so jetzt à la Woody Allen, nicht jedes Jahr, aber vielleicht jedes zweite Jahr, der Jan-Henrik Stahlberg-Film kommt und der ist einer drastischer als der andere. Muss man damit haushalten mit dieser Art von Filmen? Kann man das nicht zu oft machen? Oh, ich glaube, ich hätte in der Zwischenzeit durchaus noch andere Filme gemacht, nur dann waren halt die Projekte zum Beispiel, die dann abgelehnt wurden von Sendern und dann hatte ich einfach die Kohle nicht, da weiter dran zu bleiben. Aber ansonsten glaube ich, ich finde, Woody Allen dreht sehr viele Filme. Also wenn die Geschichte da ist und wenn man das Drehbuch soweit hat, würde ich mich jetzt wieder begrenzen, jetzt irgendwie zu sagen, alle 3 Jahre muss ich drehen oder alle 5 oder alle 2. Es dauert seine Zeit bei mir, weil ich so lange schneide mit der Sarah. Aber ansonsten ist das für mich, wäre das egal. Also ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du dich mit Markus Mittermeier zerstritten hast. Er kommt im Abspann wieder vor, insofern war ich beruhigt. Macht ihr auch nochmal einen Film zusammen? Ich hoffe sehr, absolut. Das hat überhaupt nichts mit irgendwie Zerwürfnis zu tun. Markus hat im Moment einfach eine Situation, wo er mir gesagt hat, jetzt im Moment mache ich nicht diese Filme, weil sie sind sehr aufwendig, natürlich vom Zeit und von der Kraft und wir schneiden in Berlin und das ist für ihn natürlich immerhin mit Hinfahrerei und so weiter. Und er hat nur eine Familie und ich denke, da will er sich jetzt drum kümmern und das kann ich absolut verstehen. Er dreht sehr viel als Schauspieler. Ich glaube, es geht ihm auch gut. Also wir telefonieren viel und sind im Kontakt. Alles gut. Ich hoffe sehr. Ich würde gerne mit ihm wieder arbeiten, aber jetzt im Moment war es halt nicht der Moment, ja. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Jetzt können Sie, wenn Sie wollen, Ihre Fragen loswerden. Genau, dann geben Sie mir ein Zeichen, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Vielleicht können Sie es einmal gerade durchgeben. Nein. Vielen Dank. Ich habe den Film sehr genossen, muss ich sagen. Also ich fand ihn richtig klasse. Und ich habe ein Echo irgendwie gehabt, währenddessen ich den gesehen habe. Ich habe gestern Sorrentinos Youth gesehen. Mhm. Und da ging es ja, also in dem Film ging es sehr um Romantik. Und ich hatte in dem Film irgendwie einen wahnsinnigen Flash, dass ich zwei riesige Romantiker vor mir habe. Was natürlich auf einer Ebene konträr zu dem läuft, was scheinbar an der Oberfläche gezeigt wird. Und also mit diesen harten Bildern, mit der Übersexualisierung, was Sie alles schon gesagt haben. Und ja, vielleicht könnten Sie noch was so zu dieser Idee der Romantik und der Erinnerung sagen. Das freut mich sehr, dass Sie das sagen, weil ich glaube, das ist zum Beispiel eine Ebene, die für mich absolut, ich habe jetzt den Sorrentino-Film natürlich jetzt nicht so im Kopf, aber das ist eine Ebene, die mir sehr wichtig ist, weil sie ist im Film. Es geht bei mir, was Rocky betrifft, geht es ums Abschied nehmen. Und Abschied tut nur weh, wenn man am Leben hängt und wenn man es irgendwie geliebt hat. Und das ist irgendwie eine romantische Vorstellung. So bescheuert er ist, ich kann mich da nicht erwehren mit seinen 17 Jahren blonden Haaren und wie er sich vorstellt, wie er durchs Meer gepeitscht ist. Das ist, wie gesagt, überhöht und völlig bescheuert irgendwo. Aber andererseits ist da was dran, wo ich sage, ja, das hat Philip Roth in jedem seiner Romane verarbeitet, deswegen liest er das ja auch, in jedem seiner Romane verarbeitet und ich habe mir halt immer, wenn ich das gelesen habe, damals gesagt, hoffentlich habe ich nicht die gleichen Probleme, wenn ich 70 bin. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob Philip Roth nicht doch was trifft, was irgendwie vielleicht nicht so ganz nie vergeht. Von daher finde ich, sehe ich das auch als so Lebensschmerz oder also vielleicht ist zu viel gesagt, weil, wie gesagt, dafür sind sie dann sehr überhöht, aber ich denke, diese Melancholie, dass da was geht, was man sehr, sehr schätzen gelernt hat und man kriegt es halt nicht zurück,
Das kann ich auch gut nachvollziehen. Und das war übrigens auch ein Punkt, wenn ich mag ja dieses Wort, das deutsche Wort Fremdschämen, ne? Das ist so eins dieser Unwörter für mich, so wie Zielgruppe. Das geht einfach nicht. Aber wir haben uns alle dran gewöhnt und wir sagen es die ganze Zeit. Fremdschämen bedeutet immer für mich, dass ich mich für etwas mir Fremdes schäme. Und das stimmt einfach nicht. Ich kann mich für sie schämen oder für meine Mutter oder meinen Vater, wen auch immer. Aber ich schäme mich nicht fremd, weil normalerweise das, wofür ich mich nehme, was das Wort sagt, weil ich mich ja wiedererkenne. In dem Moment, wo mir das völlig fremd ist, würde ich einfach nur denken, was für ein Idiot, ich verstehe den nicht. Fremdschämen bedeutet eigentlich, dass ich mich über das schäme, was in mir selber, was ich selber mal von mir kenne. Und deswegen finde ich es auch fast hochnäsig, wenn man jetzt sagt, Rocky ist zum Fremdschämen, weil irgendwo, klar, man schämt sich für ihn. Aber ich glaube, es ist nicht fremd. Ich glaube, wir kennen alle diese Situation, wo man irgendwie am Anfang, wenn er in der Squash-Szene die Frauen anspricht, ich finde das unglaublich peinlich. Ja. Wirklich, also ja, und ich habe da 8 Takes gespielt und das war wirklich der Take, wo ich dachte, okay, ich fange beim Spielen gleich selber an zu lachen, weil ich dachte, boah, bist du peinlich. Und aber ich hoffe, es hat diese Menschlichkeit, dass man halt nicht sagt, oh Gott, was für ein Honk, das würde ich ja nie machen. Der Alte sagt, wo ich denke, Leute, der ist, sieht älter aus als 50, aber er ist 50 und spricht eine 20-Jährige an. Und wenn man mal in diesem, das ist in meiner Recherche, habe ich einige Sachen tatsächlich dann auch erfahren, das durchschnittliche Bild einer Frau, das Traumbild einer Frau von Männern von 20 bis 80 ist die 22-Jährige. Das ist schon erschreckend. Für euch und für uns. Ja, schönen guten Tag. Was mich sehr begeistert hat am Film, war, dass ich das Gefühl habe, dass so 35 Jahre oder 40 Jahre deutsche Männerbewegung sehr stark aufgegriffen wurde, so von den 80ern der Eiserne Hans, was eher so Rocky der Typ war vielleicht, bis so über Mystery zur Pickup-Bewegung. Was mich daran interessieren würde, zur Vorbereitung auf den Film, wie tief sind Sie in diesen Kaninchenbau eingestiegen von deutscher Männerbewegung, von Pickup, haben Sie da Seminare mitgemacht, sind nach Griechenland gefahren oder ähnliches? Ist die da besonders vertreten in Griechenland, die Pickup? Es gibt oft Männer-Coaching-Angebote, wo auch so Urlaube gemacht werden, okay, Männerurlaube. Clever. Und dann ist zum Beispiel Griechenland auch ein Urlaubsziel. Das hätte ich mal machen sollen, verdammt. aber da hätte uns die wahrscheinlich auch nicht die Kasse gereicht. Nee, ich habe dieses Buch von Mystery gelesen, so, also dieses Good Cop, Bad Cop mit Abspritzgarantie, das kommt von ihm. Dafür kaufen die Männer das Buch und es verkauft sich sehr gut. Ich habe dann im Internet zum Beispiel den Trailer für Wilson, den gab es praktisch 1:1 so im Internet. Und ich fand den natürlich krass und dachte, ja gut, ich rufe den an, den Pickup-Artist, und habe ihm gesagt, hör mal, hier, ich habe dir unseren Film zugeschickt und so weiter, wir würden diese Szene dafür gerne nutzen. Und sagst du, bist du bescheuert? Ihr verarscht uns ja mit dem Film. Dann habe ich gesagt, ja stimmt, aber ich will deine Szene haben. Und dann hat er gesagt, leck mich, kriegst du natürlich nicht. Und dann habe ich sie halt nachgedreht. Und das sind die Schauspieler zum Beispiel, das sind Eintagesrollen. Es gibt ganz viele Rollen, die ganz kurz in diesem Film vorkommen. Aber für mich durch die Bank großartig gespielt. Und dass die sind so klemmig wie die Leute in seinem Trailer, wo man wirklich denkt, das kann ja nicht wahr sein. Das ist traurig. Das ist irgendwo sehr traurig und dann irgendwo halt auch unheimlich komisch. Also deswegen hat diese Recherche in diesem Sinne da war manchmal beides. Wir waren auch in so einem, wo Torben die Prostituierte fragt, findest du das geil? Findest du das geil? Das ist wirklich bei Andi Porsche gedreht. Das ist so ein Flatrate-Vögel-Apartment an der Gneisenaustraße. Da klingelt man und bezahlt 80 Euro. Und dann gibt es ein kleines Buffet und so eine eingebaute Duschzeile. Und dann halt drei Zimmer, wo dann die Leute miteinander vögeln können. Und der Eigentümer, der war sehr begeistert, dass wir da drehen, und hat sich gleich mit seiner Freundin nach hinten geschwungen, in den Hintergrund, und hat da weitergevögelt. Und dann dachte man so, ey Leute, wir faken das hier. Und der so, fand das super. Das war krass. Hi, danke für den Film. Es wird ja an manchen Stellen schon sehr explizit, und was ich mich gefragt hatte, warum es an einer anderen Stelle nicht explizit wird, nämlich bei dem Übergriff am Anfang. Das ist das Einzige, was so ein Blank ist. Ja, weil es da in meinen Augen dadurch noch härter wird. Ich finde diesen Moment, wo er sie gegen den Schrank donnert, dadurch, dass ich
kurz denke, nee, das kann nicht wahr sein, kommt es für mich noch härter, wo ich wirklich denke, oh. Also ich hatte an manchen Stellen, also ich habe den Gedanken noch nicht ganz zu Ende gedacht, ja? Muss ich sagen, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich habe den Film schon sehr, ich habe mich sehr amüsiert und im Nachhinein fange ich an zu überlegen, ob das so gerechtfertigt ist, sich am Ende dann doch so sympathisch gegenüber einem Mann nicht zu identifizieren, aber zu verhalten, der dann ja doch was ziemlich Schlimmes gemacht hat. Und deswegen war so die Frage, inwiefern du dich damit auseinandergesetzt hast. Ja, ich fand die Frage gut und ich kann sie auch sehr gut verstehen. Die erste, ich würde eine Gegenfrage zuerst stellen. Haben Sie den Eindruck, dass die Vergewaltigung damit praktisch aufgehoben ist, die Schwere des Delikts im Film, dass man denkt, okay, eigentlich war das nicht so schlimm, was er gemacht hat? Nee, das glaube ich nicht. Also war es denn eine Vergewaltigung? Weil irgendwann wird ja gesagt, nee, der hätte sie nur in Anführungsstrichen. Der Vater ist genauso hohl und sagt, genau, war ja nur versucht, hat er nur versucht. Ja. Und wenn es eine Vergewaltigung war, ich weiß nicht, das ist schon eine andere Form, wie man sich dem Menschen dann irgendwie auseinandersetzt. Also ich, wie gesagt, ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht. Also ja. Ich bin noch so ein bisschen am Prozessieren. Aber ich glaube, am Ende denkt man ja doch irgendwie, naja, was für ein netter Typ so, der seinen Papa irgendwie das nicht sah, nicht enthüllt und so und irgendwie auch eine gute Seele hat. Und ja. Das ist natürlich eine sehr ambivalente Figur und das ist ja auch gut, darüber nachzudenken. Ja. Also es eckt auf jeden Fall an. Ja, und, ich verstehe diesen Pépin, den Sie da spüren. Nur ich stelle mir tatsächlich die Frage, wenn es das Verbrechen relativiert, dass ich sagen würde, am Schluss habe ich den Eindruck, der Film stellt es so dar oder hat darüber erzählt oder die Figur hat es entwickelt und eigentlich sagt der Filmemacher zum Schluss, das war gar nicht so schlimm, was der da gemacht hat. Dann wäre ich bei Ihnen bei der Gefahr, dass ich sagen würde, es wird verharmlost. Ich habe die Szene deswegen so hart geschnitten, weil sie für mich das Maximum an Gewalt ausschöpft. So heißt es, ich will dieses Delikt in keiner Sekunde schön färben. Ich glaube, was für mich denn nämlich problematisch wäre, um jetzt mal, also ohne Polemik oder jetzt, ich nehme das sehr ernst. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir einen Film machen würden, oder es gibt dieses großartige Buch, Die Wohlgesonnenen, da geht es jetzt ums Dritte Reich. Aber nur als Beispiel. Ich finde, ein Film, der zeigt, wie jemand, wie Mengele in einem Konzentrationslager gehaust hat, und das so zeigt, dass ich sage, nee, das ist nicht sympathisch oder lustig, sondern das ist ein Schwein. Und dann geht er nach Hause und spielt mit seinen Kindern und ist wirklich liebenswert und lustig und wirklich angenehmer Mensch. Dann finde ich, hat dieser Film für mich genau das geschafft, was für mich Humanismus bedeutet, in dem Sinne zu sagen, wenn wir jeden, der einen Riesenfehler in seinem Leben gemacht hat oder ein Kapitalverbrechen oder solche, sowas wie Mengele, immer nur als Schwein darstellen müssen, dann kommen wir in dieses amerikanische Kino rein, gib ihm noch eine Narbe, damit jeder kapiert, das ist der Bösewicht und mit dem darfst du dich nicht identifizieren. Ich glaube, niemand hier im Saal würde rausgehen und sagen, eigentlich war die Vergewaltigung nicht schlimm, weil das ist der härteste Moment im Film. Und ich glaube, ja, Torben hat eine gute Seite, dass er sich nach seinem Vater sehnt, er hat ein archaisches Bedürfnis, was wir alle teilen und das lasse ich ihm. Ich verurteile ihn für das, was er getan hat, weil das wird nicht schön geredet oder schöner dargestellt. Aber er hat eine Seite, die auch mir sympathisch ist. Und die haben auch Menschen, die Sachen machen, die ich in keiner Art und Weise jemals rechtfertigen würde. Eine ganz aktuelle Strömung sozusagen momentan ist ja auch in den Medien die Männergesundheit, ist momentan auch im November, da wo sich unterschiedliche Organisationen dafür einsetzen, dass Männergesundheit gefördert wird, dass die Lebenserwartung von Männern angeglichen wird, derer von Frauen. Jetzt in Ihrem Film zeigen Sie, dass Rocky am Prostatakarzinom erkrankt ist und ich finde, es wird etwas einseitig dargestellt. Also es steht die Alternative, inkontinent und impotent zu sein gegen den Tod. Sehen Sie sich da nicht vielleicht in der Verantwortung, das so ein bisschen differenzierter darzustellen? Naja, sag so, ich habe das ehrlich gesagt aus eigenem Umfeld erlebt, dass ein Mann gesagt hat, ich möchte nicht mehr leben, wenn ich das hätte. Und mir war das sehr fremd, weil ich dachte, wie? Moment mal, du sagst, wenn ich Windeln tragen muss und keinen mehr hochbekomme, dann möchtest du nicht mehr leben. Und dann hat er gesagt, nein. Und das war für mich
schwierig, wo ich so dachte, aber das Leben ist natürlich alles, was wir haben. Wie kann man sowas sagen? Und dann dachte ich, okay, ich bin nicht in der Situation. Puh. Und deswegen diese Szene. Sie müssen mir nochmal sagen, mit undifferenziert, weil das würde ich nicht genau verstehen, weil er fragte zum Beispiel den Sigmar, würdest du ihn weiterleben wollen, wenn du keinen mehr hochkriegst? Und dann ist er so ein bisschen am Schwimmen. Und ich will damit nicht sagen, dass das Leben für mich keinen Wert mehr hätte. Mhm. Aber ich verstehe, weil wie gesagt, das war durch dieses Erlebnis, das ich erlebt, also von einem Freund erlebt habe, war ich so, wo ich sage, es ist jetzt nicht an mir, dich dafür zu verurteilen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Der hat dann weitergelebt, aber er hat chinesische Medizin gemacht, aber es war knapp. Der Arzt hat gesagt, du wirst sterben. Genau, und da bin ich grundsätzlich auch Ihrer Meinung, dass man da abwägen kann zwischen sozusagen Nebenwirkungen und was, wie auch immer man die Therapie selbst entscheiden möchte. Nur ist es so, wenn man das therapiert, dass es ja nicht zwangsläufig zu diesen Nebenwirkungen kommt, das möchte ich betonen. Und davor haben viele Menschen Angst und deswegen sehe ich das so ein bisschen unkompliziert, ja, weil das ist eine Sache, vor der ganz viele Leute Angst haben, was aber so nicht den Tatsachen entspricht. Und das ist mir aufgefallen. Verstehe. Nee, also dann bin ich bei Ihnen. Torben liest das praktisch nur in diesem Skript, was da passieren kann als Nebenwirkung, weil das ist ja eine Kann-Option. Und für ihn ist es gleich der Horror-Flash, wo er sagt, also jetzt kann ich meinen Vater sofort verstehen, weil er genauso gepolt ist wie Rocky. Aber ich wollte jetzt nicht damit vermitteln, dass alle Prostatakrebssorten dazu führen, wenn man sie operativ entfernen würde, zu Inkontinenz oder Impotenz. Okay, danke, war nur eine Anmerkung. Nein, aber sie scheint vom Fach zu sein und das finde ich gut. Ja, danke. Ja, das ist die nächste Frage. Ist nur eine kurze Frage. Was bedeutet für Sie die Schlusseinstellung für Sie persönlich mit dem Hund, der angeleint ist? Die bedeutet für mich, dass Torben nichts gelernt hat, aber in sein eigenes Leben geht. Also wir haben die in drei Varianten gedreht. Einmal kettet er im On den Hund an und geht dann weg. Dann gibt es die Variante, er geht mit dem Hund weg. Und dann gibt es die Variante, der Hund steht da und er geht weg. Und geht er mit dem Hund weg, war für uns klein Rocky. Er steht in den Fußstapfen seines Vaters und wird genau das so Gleiche. Er hat ihn übernommen, den Hund, so heißen, er identifiziert sich mit seinem Vater und das ist für mich ein viel zu großes Happy End. Wenn er ihn im On ankettet, ist es richtig assi. Das macht echt keinen Spaß. Wir haben es probiert, aber es war richtig assi, wo ich so merkte, nee, jetzt, es ist zu viel. Und deswegen fand ich dieses beiläufige, ich sehe, der ist ja angekettet. Also er hat ihn da stehen lassen, aber er geht in sein eigenes Leben und das war mir wichtig, weil ich glaube, er wird einem sympathischer oder überhaupt, dass er etwas gefunden hat, seinen Vater, so blöd, wie er halt war, glaube ich, ist etwas, was er gewonnen hat. Aber ich will nicht, dass er, also in meinen ganzen Filmen möchte ich nicht, dass Menschen irgendwas lernen. Das finde ich immer ganz furchtbar. Im Leben probieren wir das alle und das ist auch gut so, aber in Filmen möchte ich es nicht erzählt haben, okay, jetzt ist er ein besserer Mensch geworden. Das ist er für mich nicht und deswegen geht er zum Schluss in sein eigenes Leben. Wo du den Hund gerade ansprichst, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die ich dir in München schon mal gestellt habe, die du nicht beantwortet hast damals. War das vor dem Film? Nach dem Film. Nein, du hast ja durchaus einiges Szenen und Bilder, wo Tiere ja eine Rolle spielen. Der Ficke Fuchs ist ja im Grunde auch einer, aber allein diese Sexszene in diesem Auto ist vor einer riesigen Tierhandlung oder Zoohandlung. Da hinten sieht man auch eine Werbung dafür. Es zieht sich immer wieder durch. Und ist das vielleicht sogar eine Deutungsmöglichkeit, dass Menschen ja auch im Grunde nur Tiere sind und gerade wenn es um Sexualität geht, dass es dir ein... Jetzt weiß ich auch, warum ich damals nicht drauf geantwortet habe. Ich finde es immer noch eine gute Deutung. Das überfordert mich. Oh. Ich lerne das jetzt ja gerade. Das überfordert. Nee, ich muss gestehen, das kann man so ne, sehen, aber es war nicht von mir intendiert. Für mich war der Hund da, weil es Rocky noch einsamer macht. Und wir hatten das Glück, so einen Hund zu casten und zu finden, weil den finde ich super für Rocky. Aber ansonsten war, also gab es jetzt keine Ebene, wo ich sagen würde, das ist enttäuschenderweise war es nur so. Und vielleicht die Don Juan-Thematik, also ich meine, du nimmst ja auch musikalisch das so ein bisschen auf. Ist das was, habt ihr da recherchiert über die Liebhaber in der Geschichte und wie, wo die vielleicht schwach waren und Schwächlinge? Auch da fürchte ich, gibt es eine einfache Erklärung. Das ist ja ein Handyvideo von Franz. Diese Szene mit mir im Bett haben wir dann gedreht, als schon alles abgedreht war. Wir hatten schon das Abschlussfest gehabt.
Und am nächsten Tag waren wir alle sehr müde und ich habe gesagt, Franz, wir haben das Apartment noch einen Tag. Wir wollten noch ein paar Schnittbilder von dir machen mit dem Handy. Und dann hat er, da war gar keiner mehr da. Da waren wir wirklich ganz allein in diesem Apartment. Und dann stellt sich halt Franz mit dem Handy über mich und erklärte, guck mal hier, Don Juan, ne? So, wie heißt der nochmal, der größte Liebhaber der Geschichte? Don Giovanni? Nee, Don Juan. So heißt, das hat er in dem Moment improvisiert, was ich sehr komisch fand. Aber es war nicht vom großartigen Autoren erdacht, verdammt. Sehr schön. Gibt es noch weitere Kommentare oder Fragen von Ihrer Seite? Nutzen Sie die Gelegenheit. Sonst muss ich noch eine auf jeden Fall stellen, denn die Reihe heißt ja, was tut sich im deutschen Film? Und jetzt bist du das beste Beispiel dafür, wie man quasi mit wenig bis gar keinem Geld ideale Marketingmöglichkeiten hast, weil die Presse hat sich ja oft den Film gestürzt, du hast Kritiken, du bist in aller Munde, Le Monde hat sogar schon darüber geschrieben, obwohl noch gar kein Frankreich-Staat in Sicht ist. Ist das eine Methode, wie man gerade auch in diesem Bereich Erfolg haben kann, wenn man sich fragt, was tut sich im deutschen Film? Würdest du das anderen auch empfehlen? Also ich würde die Frage eher verstehen, wenn sie zu Blue Water gekommen wäre, wenn es funktioniert hätte, weil das haben wir wirklich geplant. Aber das jetzt, das ist so wie die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. So, das haben wir ja nicht gewollt. Diese Debatte des Hashtag-Aufschreis, die kam ja über uns und dann sind wir halt in diese Sendung eingeladen worden, in die wir sonst vielleicht nicht reingekommen wären. Von daher, glaube ich, war das jetzt wirklich, wie gesagt, der Segen und gleichzeitig dieser Fluch, wo man denkt, hey, dadurch, glaube ich, auch waren die... glaube ich, diese Antipoden in der Kritik so unglaublich scharf teilweise, weil ich glaube, diese Debatte steckt uns in den Knochen. Und dann wird der Film natürlich auch anders rezipiert. Und das ist, wie gesagt, der Fluch. Aber wie gesagt, das war jetzt, also, weil auch Marketing ist ja immer so ein Wort, was schwierig ist. Da haben wir jetzt ja in diesem Sinne wirklich überhaupt nichts für getan oder so, sondern haben einfach den Film rausgebracht und dann kam diese Kampagne und wir sind da hingegangen und haben versucht, Stellung zu nehmen mit unserem Film und und waren dann halt auch sehr froh, dass halt so ein, weiß ich, Schwergewicht, wie die Tagesthemen sagen, das ist der Piranha im bräsigen Karpfenteich der deutschen Filmindustrie, das hat uns natürlich dann sehr gefreut. Also es ist ganz wichtig, dass Sie weiter sagen, dieser Film läuft natürlich seit Donnerstag in den Kinos, hier in Frankfurt in den Harmonie-Kinos. Wirklich, ich glaube, es wäre auch in deinem Sinne, dass möglichst viele reingehen. Absolut. Dass die Diskussion weitergeht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sagen ganz herzlichen Dank für das Gespräch und den tollen Film. Jan-Henrik Stahlberg, vielen Dank. Und Ulrich Sonnenschein für das Gespräch. Und ich möchte gerne noch darauf aufmerksam machen, natürlich geht auch diese Reihe weiter. Am 17. Dezember wird Lola Randl hier zu Gast sein, eine ganz wunderbare Regisseurin mit dem Filmtitel Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer. Ich hoffe, das tun Sie jetzt nicht und Sie kommen gut nach Hause. Bis bald. Tschüss.